Hey Leute, diese Künstlerin trägt Acryl- oder Spachtelmasse auf einen Bildträger und erschafft so eine reliefartige Berglandschaft. Bemerkenswert ist für mich nicht nur die Detailverliebtheit der Künstlerin, sondern noch etwas ganz anderes. Die Rede ist vom Potenzial, das das Werk noch in sich trägt. Stellt euch vor, sie würde diese Berglandschaft noch kolorieren. Dann hätte sie es geschafft, zwei gegensätzliche Kunstrichtungen, nämlich die Bildhauerei und die Malerei, zu vereinen.